Ich komme von der Pflanzenzüchtung der Universität Bonn und wir haben uns mit den Geodäten, also den Vermessern der Universität Bonn und einer Geodatenfirma Terrestris zusammengetan, um ein computergestütztes Informationssystem für diesen Pflanzenproduktionsprozess zu entwickeln. Und wie der Name CropWatch schon sagt, bieten wir Bildanalysetechnologien an, um unsere Kulturpflanzen präziser zu beobachten und zu charakterisieren. Dabei machen wir die Fotos von oben mit der Drohne, die Sie ja wahrscheinlich alle schon gesehen und bewundert haben. Wir machen aber genauso gut auch Fotos von dem Traktor aus, näher dran, dass man besser auflösen kann. Und diese Fotos prozessieren wir dann mit den neuen informationstechnischen Methoden, zum Beispiel des maschinellen Lernens, zu Pflanzenparametern, an denen wir tatsächlich diese Kriterien, die hier angesprochen worden sind, ablesen können. Also zum Beispiel den Deckungsgrad können wir nach dem Winter bestimmen, den eine solche Kulturpflanze auf den Boden bringt, um zum Beispiel die Überwinterung in irgendeiner Form abzuschätzen und zu sehen, dass der Raps eben bei starkem Wind, nach starkem Winter eben ausgewintert ist und nicht mehr da ist. Oder wir können die Pflanzenhöhe aus diesen Fotos ableiten und dann, wenn man das mehrfach in der Vegetation macht, auch die Dynamik des Wachstums feststellen oder eben sehen, an welcher Stelle im Feld es eben nicht so gut wächst. Und genauso machen wir auch Farbanalysen unseres Blätterdaches und können da eben feststellen, an welchen Bereichen sind die Pflanzen gelber und nicht so grün wie vielleicht an einer anderen Stelle. Damit sind wir in der Lage, eben die Pflanzenbestände zu charakterisieren und dem Landwirt oder auch den anderen Zielgruppen Hinweise zu geben, um dort besser und kreativer und effizienter zu arbeiten. Das sind neue Informationsparameter, die wir anbieten. Wir versuchen aber natürlich auch noch alle anderen Eigenschaften, die der Landwirt auf seinem Feld hat, mit einzubeziehen und in dieses System einzuladen. Die Bodeneigenschaften, die Nährstoffgehalte, die Wasserkapazität zum Beispiel wird eingeladen oder importiert. Wir kriegen alle 10 Minuten von der Wetterstation Daten, sodass wir diese Dürren genau abschätzen können oder sehen können, wie viel Feuchtigkeit ist denn jetzt wirklich noch in unserem Boden. Und am Ende erfassen wir natürlich auch noch den Ertrag und die Qualitätsparameter, sodass wir während der Vegetation kontrollieren und nach der Vegetation tatsächlich auch analysieren können. Diese Daten laden wir in den Computer und verknüpfen sie in einer dynamischen Datenbank. Und dabei bekommt jedes geografische Objekt, also eine Parzelle, ein Feld oder auch die Wetterstation, Geokoordinaten. Damit haben wir im Raum Informationen und gleichzeitig bekommt jede Aktion, jede Handlung, jede Düngungsmaßnahme einen Zeitstempel, sodass wir auch im Verlauf der Zeit Prozesse abbilden können. Damit sind wir dann in der Lage, eben die Dinge aus den verschiedenen Bereichen integrativ zusammenzuführen und dann mittels Tabellen, Grafiken oder eben auch in der Karte, und das wird noch interessant werden, wenn wir Dinge auf Karten abbilden können und dann die verschiedenen Bereiche kennzeichnen, wo es vielleicht nicht so gut geht. Und das wollen wir dann für die Entscheidung oder für die Planung nutzen. Stellen wir uns das für die Zielgruppe der Landwirte vor, dann gehe ich morgens an meinen Computer und mache das sogenannte Morgenbriefing. Ich bekomme also von der Wetterstation die Witterung der letzten 4 Wochen und auf der Karte dargestellt vielleicht die Bereiche im Feld, wo es zu trocken ist und wo ich vielleicht bewässern müsste. Oder wo ich vielleicht mir die letzte Düngung ersparen könnte, weil der Dünger, der in kleinen Körnern aufs Feld kommt, gar nicht aufgelöst wird. Das heißt, da könnte ich unter Umständen einsparen. Mit Bewirtschaftungszonen, die aufgrund von Bodeneigenschaften hier hinterlegt sind in der Karte und mit Hilfe von diesem Krankheitsmonitoring, was wir vielleicht mit den Drohnen machen können, kann ich dann Präzisionsdüngung und Präzisionspflanzenschutz eben durchführen und vielleicht auch, und wir sind fast so weit, auch nur Befallsnester von einer Krankheit im Feld sozusagen erkennen und sie dann mit der Drohne mit kleinen Mengen an Pflanzenschutzmitteln ganz gezielt und selektiv behandeln. Also da wären wir bei dem Punkt, wie man zum Beispiel dann die Pflanzenschutzmitteleinsatz reduzieren könnte. Auch die Daten aus diesen Lenksystemen vom Traktor, die können wir, der Traktor weiß ja jeden Moment, an welcher Stelle er genau im Feld ist mittels GPS. Und die können wir auch einladen und genauso gut können wir die Wildhecke am Bachrand maßstabsgetreu abbilden. Und dann weiß der Traktor genau, wie weit er eigentlich fahren dürfte. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Abstandsregelungen oder Ähnliches. Genauso gut weiß aber auch der Landwirt, für wie viel Quadratmeter Hecke er von Ihnen dann Geld für diese Naturschutzleistung bekommen kann. Oder von der EU, ja gut, das ist es. Also von daher gibt es da Möglichkeiten, wie man diesen
dieser Zielgruppe der Landwirte helfen kann. Ich selber komme aus der Pflanzenzüchtung. Es gibt aber auch, um Sorten zu entwickeln, brauchen wir auch das Bundessortenamt, also große Institutionen, die die Sortenkandidaten prüfen, testen und die Züchter müssen selektieren. Die können sich dann zum Beispiel externe freie Karten aus der Open Data Politik einladen mit Bodeneigenschaften und können dann im Hinblick auf den Klimawandel Extremstandorte raussuchen, hoppala, um darauf ihre Sortenkandidaten anzubauen oder zu prüfen. Und da kann man dann natürlich gut feststellen, ob die eine Sorte oder die eine Sortenkandidat die Blätter eher hängen lässt und schlaffer wird, weil er eben nicht so trockentolerant ist wie die andere, die daneben steht und entsprechend dann die Trockenheit besser ertragen kann. Und mit diesen Bildtechniken ist man dann in der Lage, den Durchsatz zu erhöhen, in kurzer Zeit mehr von solchen Sortenkandidaten zu prüfen und zu selektieren. Zum letzten Punkt, der letzten Zielgruppe vielleicht, die Diskussion um den Klimaschutz, die wir ja jetzt alle sehr, sehr intensiv in den letzten Wochen und Monaten führen, aber genauso gut auch zu Umwelt- und Naturschutz. Ich denke, die führt uns vor Augen, dass wir immer mehr ökologische Aspekte bei diesen Planungs- und Entscheidungsprozessen berücksichtigen müssen. Auch da können wir helfen mit unserem System, indem wir eben nicht nur Felder, landwirtschaftliche Produktionsfelder, dort kartieren, dass der Landwirt weiß, wo er hin muss, sondern wir können natürlich auch Bäche, Hecken, Naturschutzgebiete, Wasserschutzzonen oder Ähnliches dort abbilden. Und das gibt es ja von den Ländern schon als Karten und Ähnliches. Und damit sind wir dann, denke ich, in der Lage, die beiden Gruppen, also Landwirtschaft und die Umweltakteure im ländlichen Raum, zusammenzubringen. Die können sich für ihren Standort, für ihre Region, wo sie irgendwie irgendetwas machen oder entscheiden müssen, ihre fachlichen Informationen, die ja beide haben und die wir auch alle brauchen, zusammen einzuladen. Und dann haben die das alle vor Augen. Sie können diskutieren, planen und ich hoffe dann auch im Einvernehmen entscheiden.